Moin Moin und willkommen zu Battlefield 1. Ich möchte mit euch heute die Schneemap anspielen, die es schon beim Premium-Vorabzugang gab. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon zur Verfügung steht, aber ich habe mir jetzt endlich mal Premium gegönnt, in der weisen Voraussicht, dass natürlich morgen, ganz wichtig, morgen kommt das neue DLC raus, das mit den schönen Schneemaps, mit den russischen Maps, mit den russischen Waffen. Das möchte ich mir gerne mal angucken im Stream. Ihr könnt live dabei sein. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Uhr ich live gehen werde. Wahrscheinlich, also ich sag mal, frühestens 15 Uhr, spätestens um 18 Uhr, wahrscheinlich um 16 Uhr. Ich werde das auf jeden Fall irgendwie nochmal auf Twitter und sonst wo und auch spätestens natürlich auf YouTube irgendwo posten, wann ich denn live gehen werde mit Battlefield und dem neuen DLC. Ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen auf der Map rumlaufen, uns das mal ein bisschen angucken. Es sind nicht ganz so viele Leute drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht so viele Leute gerade irgendwie Bock haben, diese eine Karte zu spielen in diesem Vorabzugang. Wahrscheinlich, weil morgen auch irgendwie das DLC rauskommt. Ich hatte irgendwie heute vor zu streamen, aber dann dachte ich mir, er macht morgen doch irgendwie viel mehr Sinn, wenn morgen das DLC rauskommt. Und habe ich gesehen, Premium kostet im Moment, keine Ahnung, wie lange das noch ist, ob das noch bis morgen geht oder so, stand irgendwie nur noch kurze Zeit, 30 Euro und... Ey, 30 Euro ist schon okay, wenn man dafür 4 DLCs letztendlich bekommt für 30 Euro. Keine Ahnung, da kann ich mich ehrlich gesagt wieder nicht beschweren. Ich persönlich bin da jetzt, ich meine, ja, DLCs, dass sie Geld, irgendwie müssen die ihr Geld verdienen. Ich meine, okay, bei EA kann man wieder drüber diskutieren, brauchen die jetzt wirklich noch mehr Geld. Rein theoretisch können sie das natürlich auch einfach gratis raushauen, ohne dass sie da wirklich pleite von gehen würden. Aber naja, jeder... Oder jedes Unternehmen geht natürlich nach Gewinnmaximierung und da ist EA oder jedes andere, eigentlich jedes Entwicklerstudio eigentlich auch irgendwie keine Ausnahme, von daher, was soll man machen? Und wie gesagt, 30 Euro finde ich persönlich ist ein fairer Preis. Aua, oh, aua, 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 da oben drauf. Ich hoffe, mein Umweg. Ich hoffe, die DLCs sind dann auch ganz gut, ich weiß nicht, ich habe doch das erste auch ehrlich gesagt nur überhaupt nicht gespielt. Und daher werden wir dann morgen mal sehen, wobei ich wollte eh die Schneemaps haben. Ey, das schon seit Battlefield rausgekommen ist, habe ich mich gefreut auf Schneemaps. Also eigentlich bei jedem Battlefield, auch bei Battlefield, was, 4? Ja, ich glaube auch bei 4, auch bei, jedes Mal, wenn sie Schneemaps bringen, ist super geil, keine Ahnung, ich mag, es sieht einfach super schön aus. Und ja, gerade die russischen Waffen und so, irgendwie hat auch jeder gleich am Anfang geschrien, ne, warum die russischen Waffen nicht drin sind, warum es keine russischen Maps gibt oder so. Ja, jetzt gibt's die und... Ich meine, ey, es sieht schon richtig hübsch aus, ne? Was das angeht, kann man auch wieder überhaupt nicht meckern. Ja, ich sehe wirklich... Ah, okay. Wollte schon gerade sagen, man sieht wirklich besonders viel. Aber auch so sieht man wirklich nicht besonders viel. Es ist nicht so viel los auf der Map, deswegen ist es ein bisschen doof. Aber was willst du mal... Au, 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 vielleicht nicht unbedingt durch den Stacheldrahtflügel. Wir haben F verloren. F ganz da hinten. F ist da vorne. Wir haben Einsatzziel. Sie also, laufen jetzt auch zu D, wobei D sind eigentlich relativ viele. A. Oh, nee, obwohl D ist kein A. D ist nur einer. F sind ganz viele. Okay, wir laufen, aber D übernehmen wir gerade. Ich guck mal, was bei D abgeht. Bisschen mehr auf die Minimap achten. Theoretisch müssen die sich. Ich mag diese Waffe noch nicht so. Guck mal, wenn eine Granate wirft, tut er. Hat aber nicht wirklich viel. Oh. What? Also bei mir war ich da schon wieder um die Ecke. Aber trotzdem, nice shot. Lass die Hunde an. Oder hat er mich? Nee, er hat mich gerade nicht getötet. Das war schon der Typ da um die Ecke. Ich muss mir auch irgendwie mal die neuen Premium-Waffen freischalten. Ich habe nämlich gesehen, da gibt es welche. Ich muss mal gucken, was man dafür überhaupt machen muss. Lass mich mal kurz gucken. Man muss irgendein Zeug dafür machen, steht da. Erziele 300 Kills mit dem Selbstlader M1906. Ich das überhaupt doch. Ne, ist M1907. Wo ist denn das M1906? Ja, okay, dafür brauche ich natürlich irgendwie mal Stufe 10, das ist ja mal interessant. Erziele in einer Runde 15 Kills mit der... Okay, erziele 50 Kills mit dem Gewehr M1907 SL Sweeper, das ist die hier. Dann kriege ich das da. Wie viele? Erziele... Ja, sind in einer Runde. 50, holy shit. Ja, okay, machen wir halt mal 50 Kills mit diesem Ding. Haben wir sonst keine Hobbys. Weiß nicht mehr, was da besser war. Vergrößerung. Ja. Mal gucken. Wir gucken uns das mal an.
Ich muss meine Battle Packs morgen auch noch öffnen. Keine Ahnung, ich habe irgendwie 15 so Premium. Oder sind es 15 gewesen? Ich habe einen Haufen Premium Battle Packs, die man dafür bekommt. Das ist mir echt relativ Wurst, aber die machen wir dann morgen auf. Gehen wir zu 10. Chillen wir hier? Ja, wir chillen hier. Ganz vergessen, wie das Ding schießt. Ich dachte, das wäre voll. Ich dachte, es würde ein bisschen schneller schießen, aber es macht sehr langsam so püff, 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 püff. Hinter mir kommt was. Ich weiß nicht, ob ich mein Mate hier retten kann. Ich weiß gar nicht, warum ich auf fucking 2 gekommen bin und meine Pistole rausgeholt habe. Das war nicht so intelligent. Vorne läuft einer. Die ganzen Büsche sind furchtbar nervig, wenn man sieht dadurch Gegner irgendwie extrem bescheiden. Aua, da ist einer auf dem Berg. Auch einer hinter mir? Irgendwas schießt da unten. Ah, ich muss doch alles mal runter. Die Sonne knallt so irgendwie so total auf dem Bildschirm drauf. Das ist echt nervig. Ich muss den mir komplett runter machen. Aber morgen ist Regen. Ich hoffe, morgen ist Regen. Das wäre ein bisschen angenehmer. Mit Regen kann man besser zocken, ey. Wenn Sonne ist, fühle ich mich hier nicht wohl. Ich kann auch irgendwie so Filme, so, zum Beispiel so Game of Thrones, immer wenn es rausgekommen ist und es irgendwie so übelst hell draußen war, war das irgendwie nicht das richtige Feeling zu zocken, finde ich irgendwie. Ich mag es lieber, wenn irgendwie beschissenes Wetter ist oder wenn es irgendwie dunkel draußen ist oder irgendwie sowas. Einsatzziel Emil erobert. Hier hochlaufen? Irgendwas ballert hier doch. Problem ist, dass ich die Map jetzt überhaupt nicht kenne, sondern wo die rumdübeln und da irgendwas von hinten kommt. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe da irgendwas gehört. Aua. Denke ich mal, da hat mir schon wieder irgendwas auf den Kopf geworfen. Und wo? Lol, direkt vor mir. Das ganze Gestrüpp. 50 Kills muss ich damit machen. Ich hoffe, es lohnt sich überhaupt, ey. Man macht am Ende die 50 Kills und die Waffe ist scheiße. Aber egal, dann hat man sie wenigstens gemacht. Wir spawnen mal bei F. Irgendwas wird hier unten sein. Da hinten. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Da läuft noch einer. Da kommen ganz viele irgendwie. Ja, verpiss dich, verkacktes Flugzeug. Ja, da habe ich auch nur einen Schatten gesehen, ey. Schieß doch! Okay, ich habe ja nur Rauchgranaten. Lol. Ich wollte da so eine Granate davor werfen. Oh Gott, da kommt noch einer. Oh. Aus hier? Hinter mir auf dem Berg und direkt vor mir. Aber der stand da drin, ich bin voll in sein Gesicht. Ich dachte mir so, ich spiele mal mit dem raus so ein bisschen, aber es war eh intelligent mit dem Rauchgar zu spielen, weil ich völlig umlaufen war von Gegnern. Ich hatte eh keine Chance mehr. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mitten in ihn reinlaufe. Oh, boah, sieht das geil aus. Holy shit. Manchmal muss man einfach so mal kurz stehen bleiben und sich denken, oh, ist aber schön. Ist aber schön. Ich glaube, ich nehme gleich auch mal andere Granaten rein. Ein bisschen Potato die letzten Schüsse. Cheat. Spielt er? Er spielt mit der Premium-Waffe, glaube ich. Ich glaube, das ist die. Ich glaube, die musste freischalten. I'm not sure. Holen wir uns 10 mit unseren Mates.
um wieder zu kommen. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Okay, hat er schon eingesammelt. Wollte gerade sagen, wo liegt denn das? Ja, wo ist es denn? Wo kommt da was her? Hab ich noch gerade gesehen. Au, 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 au. Aufs andere Richtung. Und von oben. Oder war das nur eher von oben? Bin mir unsicher. Fuisch. Dass man sich auf den Kopf fällt, ist auch nicht mehr lustig. Ich habe überlaufen, ey. Ich wusste auch nicht, ob ich jetzt weiterlaufen soll, ob das so viel Sinn macht, während ich brenne. Okay, ich glaube, er wollte mich sogar retten. Nicer Typ. Nicer Typ. Aber mittlerweile eigentlich... Okay, ist mittlerweile relativ voll geworden. Okay, ich hatte mich schon gefragt, weil es mittlerweile relativ viel los ist auf der Karte. Jetzt bin ich hier ganz alleine. Obwohl, hier kommen Leute, passt. Oh Mann, der trifft mich gerade besser, weil ich so dumm an der Kante stehe. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Hat er sich auch hingeworfen? Wir haben Einsatzziel. Ist einfach weg. Ah, er ist da zwischen die Spalte gegangen. Oh, okay. Interesting. Ich muss ein bisschen näher ran hier an dem Monitor, sonst sehe ich nichts. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Aber B haben wir jetzt. Easy! Ich will auch einen nehmen, ich will auch Punkte. Irgendwas verschießt mich. Also dafür, dass die Leute gar nicht so eine geile Tarnung haben, ist es gar nicht so einfach, die Leute zu spotten auf der Karte. Lange dauert es eigentlich, diesen Scheiß hier einzunehmen? Holy Macaroni. Dann so viele Leute. Gefühlt eine halbe Stunde gedauert. Oh, ich bin zu fett. Komm da mal hoch. Komm da mal hoch. Danke. Immer ich hin gerade. Au. Dann muss man doch schon wieder von oben. Ja, ja. Irgendetwas ist mir von oben schon wieder auf den Kopf gefallen. Ey, diese ganzen Bäume nerven auch total, weil man nicht überall langlaufen kann. Die blocken immer so ein bisschen. Macht ja Sinn immer. Holy shit. Oh Gott. Gucken, ob mir der gleich entgegenkommt, wahrscheinlich. Ganz toll, gegen die Sonne zu spielen. Ganz intelligente Sache. War schon irgendwie seit Battlefield. Holy shit, der... Nicht mal viel Schaden gefressen, komisch. Das war irgendwie schon seit Battlefield 3. Wo Battlefield 3 war es extrem, Mann. Battlefield 3, die Sonne, das war... Holy Macaroni. Zum Glück haben sie das noch ein bisschen runtergefahren. Man konnte ihn wenigstens noch sehen. Scheiße, wir verlieren so. Ich weiß noch nicht gerade, ob Sanitäter so das Beste ist, aber ich würde eigentlich gerne die anderen Sachen freischalten. Warte mal, wie können wir denn die anderen Sachen freischalten? Was zum Beispiel, wenn wir ein bisschen Sniper? Was müssen wir denn für einen Sniper machen? Für Sniper, da mischen wir erziele Kill mit dem hat... Ja, das können wir wieder nicht. Haben wir das 1895er? Das haben wir sogar. Erziele in einer Runde 5 Kopfschüsse damit. Das sollte eigentlich machbar sein. Erziele 50 Kills mit dem M95. Das könnte ich mir theoretisch freischalten. Ist eigentlich da scheißegal welches? Ach, das Infanterie. Das kann ich sogar. Ich kaufe mir das mal und will das. Dann kann man das Ding eh mal gleich mal ausprobieren. Keine Ahnung, wie das ist.
Das Sack können wir nämlich die 5 Kills machen. Obwohl die 5 Headshots auf hat die Runde halt schon. Ich weiß nicht, ob ich die schaffe. Offene Visierung. Vergrößerung. Machen wir so. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Haben wir eigentlich irgendwas? Ein Scharfschützenschild? Scharfschützenköder? Stolperdraht, HE. Das ist interessant. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Mir ist hier gerade alles so ein bisschen schissel. Halbzeit. Der Feind hat die Oberhand. Oh ja, damit kann ich umgehen. Also mit dem Visier. Das ist nicht so extrem schlimm. Dann wird sich wohl hoffentlich irgendwas zu treffen sein. Oh, wir sind weiblich. Cool. Stimmt, das ist auch jetzt erst mit dem russischen DLC, dass die weibliche oder war davor schon? Oh, der saß. Ich wollte ihn töten. Nein, ich habe mir viel zu viel lange Zeit gelassen. Nein, das war doch wer anders. Ich dachte, der aus der Entfernung hätte mich gekillt, weil ich hätte mich eigentlich gewundert. Stand schon vor mir. Fuck. Wie viel FPS habe ich eigentlich in dem Dorf hier? Geht mich gerade mal. Path Overlay. Ich habe irgendwie Draw FPS 1. 72, 80, 80, 70, 80, 80, 70, 80. Ja, so hoch war es nämlich nicht. Das merkt man schon irgendwie. Aber es ist irgendwie auch klar. Also bei so viel verdammten Büschen und Wald. Wundert mich nicht, dass es irgendwie so. Ja, gut, manchmal geht es auch auf 90 hoch. Also es ist nicht so schön. Ist spielbar. Oh. Ich meine, da war gerade was. Immer näher ran. Gewehr muss ich noch gewöhnen. Wie viel Schaden macht das eigentlich? Au. 90 Schaden. Ja, okay, kein Wunder. Das ist aber schon ganz nett. Muss man einfach nur ein bisschen mehr Zeit lassen beim Zielen. Und dann auch treffen. Und nicht so auf Verdacht schießen. Boah, kann wieder schon wieder umlaufen. Mal. Aber dafür haben wir C. Wieso darf ich... Wieso geht der automatisch zu meinem Squadmate? Also ich klicke da. Irgendwas. Ah, so, jetzt. Irgendein Makro lief, glaube ich, gerade. Ihr solltet euch mal umdrehen und C zurückholen, anstatt zu A zu laufen. Please. Ich glaube, ich darf auch eigentlich gar nicht so nah ranlaufen mit dem Gewehr. Dead Reload, Alter. Nein! Das war schon wieder von der Seite. Der Typ da oben drin, ey. Ich dachte, der hätte mich abgeknallt. Also so Scharfschütze ohne ein Scharfschützenvisier, so ist es so. Damit 50 Kills. Ich weiß nicht, die Map ist auch echt. Weiß ich nicht, ob durch. Ich glaube, ein Visier würde mir besser gefallen. Ich glaube, ich probiere mal gleich das andere Visier mit der Waffe. Vielleicht ist das besser. Holy shit. Okay, der läuft auch einfach hinter uns an uns ran. Okay, warte. Dann kann ich dieses Ding mal ausprobieren. Anpassen. Das ist alles immer so lange dauern muss hier. Anpassen. Das war jetzt die offene Visierung. Mal gucken, was damit ist. Und machen wir mal ein bisschen mehr Zoom. Gucken, ob mir das besser gefällt. Oder weniger Zoom. Oh, Alter, wir haben nichts mehr. Fuck. Da kann man ja nur hier hinten spawnen und laufen. Das ist schon angenehmer. Sieht sehr modern aus, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Und es zoomt halt jetzt ein gutes Stück weiter. Alter. Was?
Was hat denn der ausgehalten? Hatte der so ein Kit oder so? Der hat einen kompletten Schuss von dem Ding gefressen und irgendwie drei Schüsse aus der Pistole. Die Pistole gefällt mir ehrlich gesagt aber auch nicht. Dann wollte ich dieselbe nur im Skin, oder? Ja, scheiß drauf. Weiß nicht, ob mir die Position hier gefällt, du. Mitten so offen. Irgendwas von hinten? Hä? Och, da liegt einer! Holy shit! Hab ich schon gedacht, kommt da was von hinten? Ja, kommt. Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Unser Team wird so platt gemacht. Och Mann, das ist so nervig gerade. Muss nirgendwo voran. Aber ich regel auch irgendwie, seitdem ich auf Scharfschütze gewechselt bin, regel ich auch nicht mehr wirklich viel. Ich kann auch den Bildschirm einfach, weißt du, ich gehe nicht näher ran, aber der Bildschirm kommt näher zu mir, smarter Boy. Gucken, ob wir G einnehmen können hier. Sieht irgendwie scheiße aus, weil hier schon wieder alle drin gestorben sind. Oh, hier irgendwo auf eine erhöhte Position, das wäre ganz cool. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Schade, ich dachte, man könnte hier hoch. Oh, ich glaube, ich laufe hier gleich voll in einen rein. Dann bin ich wieder mit meinem Gewehr übelst im Nachteil. Da wird mich wer pushen. Irgendwie übersehe ich. Ich wollte gerade sagen, irgendwie übersehe ich hier Gegner ziemlich fast. Holy shit. Mein Hintern. Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Wir haben immerhin eingenommen. Kann jemand sagen, von wo der geschossen hat? Die Sonne, ey. Irgendwie da hinten aus den Bergen? Ich such die ganze Zeit, der kommt da mit dem Säbel. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen. Okay, ich will aber G-deffen. Ich will mich an dem Typen mit seinem Säbel rächen. Oh Gott, wie wir verloren haben, Alter. Dann glaube ich, haben fast doppelt so viele Punkte gemacht als ihr. Shit. Nehmt ihr das euch immer noch ein? Ich glaube schon. Ich habe jetzt mal auf Pistole. Position ist ein Flammschützenkit verfügbar. Ist auch so verwinkelt hier, aber ich glaube, jetzt ist endlich mal safe. Nach 3 Stunden. Wir haben 2 Punkte. Mann, sind wir kacke. Holy shit. Also wenn ich schon Platz 4 bin mit meinen 14-14, nun, ich bin gerade auch nur noch gestorben mit dem Scheißgewehr hier. Siehst du, wenn man mal nicht direkt die ganze Zeit von hinten abgeknallt wird, geht schon mit dem Gewehr. Auch mit dem Visier finde ich deutlich angenehmer. Oh. Stirb doch endlich! Ah!
Die scheiß Pistolen, das sind solche verdammten Papierkugelwerfer, Mann. Puff, 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 puff. Einer fällt um. Und dann bist du traurig. Okay, also der zweite Schuss. Keine Ahnung, wo der hingebügelt ist. Wo ist. Okay, morgen machen wir das alles ein bisschen besser. Das war ein bisschen Warm-up. Wir können unser Team auch einfach scheißen. Inklusive mir am Ende. Was soll man machen? Egal. Ja, morgen machen wir das alles besser. Ich hoffe, ihr seid live mit dabei. Würde mich sehr freuen und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.